Grüß den Kleinen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige Ihnen heute das Making of von Be Original. Vielleicht vorweg nur kurz ein wenig zur Entstehungsgeschichte von dem Video. Also vor 2 Jahren habe ich ja dieses Start Living online gestellt. Das ist ein Video, wo ich mit den Ski über die Wiesen runterfahre. Und das wollte ich heuer wieder machen. Und die ganze Inspiration habe ich davon von Candido Vex. Das ist ein französischer Freerider. Der hat auch mal so ein Video gemacht. Das ist für Audi gesponsert, also das ist auf ein bisschen professioneller gemacht gewesen. Und das habe ich mal als klar, ich weiß nicht, damals war ich 10 Jahre oder was, wie das online gekommen ist, also wie das produziert worden ist. Und dann habe ich davon geträumt, dass ich das auch machen will. Und jetzt habe ich mittlerweile schon das zweite Video, wo ich mit den Ski über die Wiesen fahre. So viel zur Entstehungsgeschichte. Also es war so, wir haben insgesamt 5 Drehtage gehabt und der erste Drehtag hat so angefangen, das war nicht so gutes Wetter. Ich wollte eigentlich diesen Sonnenaufgang in der Früh unbedingt ins Video einbringen. Das heißt, eigentlich war das nur der erste Drehtag, war nicht ein richtiger Drehtag. Es war eher so ein paar Spots abchecken, schauen, wie wir das machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass das eigentlich im Wald so gut geht mit den Ski. Also klar, ich habe so eine kleine Vision gehabt, so ja, das und das möchte ich machen, aber ich habe nicht gewusst, dass das im Wald so gut geht. Und das ist mir oft sehr zugute gekommen. Und da haben wir am ersten Tag haben wir uns einmal die Spots angeschaut. Ich habe, by the way, habe ich auch noch verschlafen. Das heißt, der Julian, mein Kameramann, hat mich in der Früh erst mal aufwecken müssen. Shoutout an ihn. Und jedenfalls am ersten Tag haben wir einfach einmal die Spots angecheckt und da gibt es auch diesen Shifty, den ich am Anfang vom Video rein habe. Da habe ich auch das erste Mal diesen Sprung da probiert und das sind die ganzen Aufnahmen dazu. Am zweiten Tag haben wir auf diesem schönen Sonnenaufgang gehabt, wo auch die Anfangsszenen entstanden sind. Da haben wir auch mit der Drohne ein paar Shots gerade vom Sonnenaufgang, diesen letzten Shot, was ich im Video drin habe mit dem Be Original, wo das kommt, die Schrift. Das ist vor dem Tag. Einen wunderschönen Sonnenaufgang haben wir gehabt. Da sind die ersten Szenen entstanden, auch dieser Shift zwischen die zwei Bäume durch. Und ich habe oft geglaubt, dass wir haben sonst noch ein paar Aufnahmen im Wald gemacht und ich habe geglaubt, das reicht bei Weiden. Aber das war ungefähr ein Zehntel von dem, was wir oft nachher noch produziert haben, was wir braucht haben eigentlich. Und nachdem wir die Aufnahmen im Wald gemacht haben, sind wir runtergefahren zum Vorberger, das ist ein bisschen weiter unten bei unserem Berg. Da haben wir einfach Aufnahmen gemacht, wo ich aus dem Wald rauskomme, auch einmal frontal mit meiner Lumix gefilmt in Zeitlupe. Und da bin ich oft auch einmal eingefadelt mit dem Ski. Und dann hat es mir richtig schön hingehauen. Gott sei Dank haben wir das in Zeitlupe auch gefilmt. Und dann haben wir noch eine Aufnahme mit der Drohne gemacht. Aber beide Aufnahmen, die frontal, wo ich rausgekommen bin vom Wald, und die mit der Drohne, haben wir auf Toni genommen. Der dritte Aufnahmetag war oft mit Abstand der intensivste. Da sind wir um 9 in der Früh aufgefahren oft. Da ist der Semi als erstes Mal dabei gewesen, der auf der Tour zum Julian auch noch gefilmt hat, mit seiner GoPro und später oft auch mit der Lumix, der mir auch viel geholfen hat bei dem Video. Jedenfalls sind wir in der Früh aufgefahren, es war neblig und ich habe gewusst, dass ich mit solchen Shots, wo man viel Nebel sieht, nicht viel anfangen kann. Jetzt haben wir einfach gewartet, bis der Nebel weggeht und so richtig weggegangen ist eigentlich gar nicht. Wir haben immer oft nur so kleine Zeitfenster gehabt, wo wir auf der Wenkel dran haben können. Am dritten Tag sind auf diese Shots im Wald, was auch ziemlich am Anfang vom Video sind nochmal entstanden. Also da haben wir oft nochmal richtig viel Zeit investiert, dass wir viele Shots im Wald und auch gute zusammenbringen.
Und da ist auch dieser Slide über den Baumstumpf, also über diesen Baum, habe ich auch gemacht. Da hat es mir auch ziemlich oft hergehauen oder es hat halt nicht ganz funktioniert. Und nachdem wir das im Wald geschafft haben, die ganzen Aufnahmen fertig gehabt haben, sind wir nochmal zum Vorberger runtergefahren. Und da habe ich auf diesem 360 das erste Mal probiert. Wir haben es so gemacht, durch das, dass da so flach war, haben mich der Sammy und der Julian haben mich angeschoben bis zur Kuppe. Und dann habe ich diesen Dreier, sagen wir mal, versucht. Aber es ist halt leider nicht wirklich was Besseres wie ein guter Fail rausgekommen. Am vierten Tag sind wir wieder zum Vorberger rauf. Da haben wir so noch ein paar Shots gemacht in der Wiesen und mit einer Blume. Wollten wir auch noch einen machen, so einen Shot. Die haben wir aber da nicht ins Video eingetan. Und da hat der Dani oft auch geholfen. Der hat mir den Sammy gemeinsam haben's mir angeschoben. Wir haben ein Stativ unten hingestellt und wir haben meinen Dreier versucht. Und da gibt es auch einen ganz guten Fail. Da habe ich einmal bin ich verkantet und habe oft nur einen 180 gemacht und dann hat sie mir so auf den Rücken gehauen, weil es halt gestockt hat, dass sie mein GoPro einfach verabschiedet hat und von dem Helm runtergefetzt hat. Und da ist oft auch dieser finale Shot, der im Video drin ist, da war es so, dass der Dani oft im Video zum Sehen war, weil sie haben sich zerstuckt, sie haben mich angeschoben, haben sie dann geduckt, dass man es im Video nicht sieht, dass sie mich angeschoben haben. Und der Dani ist zu früh aufgestanden und dann habe ich ihn Frame für Frame hab ihn einfach außer retuschieren werden. Es war ziemlich viel Arbeit, aber dafür merkt man es im originalen Video ziemlich überhaupt nicht. Am fünften Aufnahmetag hat uns auf der Eli noch geholfen, der hat meistens mit der GoPro gefilmt. Und dann haben wir noch mit Sammy haben wir noch einen Drohnenshot gemacht, wie ich wieder in den Wald reinkomme. Und dann war der Plan gewesen, dass wir dort bei dem Weg, dass ich von der Seite oben runterkomme. Das haben wir auch ein paar Mal versucht, aber es ist wirklich nicht recht was geworden. Dann haben wir diese Shots mit den Platten aufgenommen, auch im Wald, wo ich diesen einen Bogen ziehe. Und wo ich oft wieder rausgekommen bin aus dem Wald. Und da war es recht steil und das war in der Früh noch recht rutschig. Also das war mit Abstand die beste, sag ich jetzt einmal, Piste. Also vom Fahrgefühl die beste Fahrt, die ich überhaupt gehabt habe im ganzen Video. Und dann haben wir noch diesen Shot mit dem Wohnzimmer, wo der Opa drin sitzt. Und der Julian hat aus dem Fenster rausgefilmt. Das ist ganz gut geworden. Und dann haben wir noch, zum Schluss haben wir noch die Kia rausgetrieben. Der Dani hat die Kia rausgetrieben und die haben wir uns oft unten noch platziert, dass wir rein können, dieses Bergbauern-Feeling bringen. Und dann sind wir eigentlich ziemlich fertig mit dem Making-of. Und ich möchte mit dem Video eine ganz besondere Message verbreiten. Be original. Also man sollte authentisch leben und sich nicht gleich von der Meinung für andere beeinflussen lassen. Das ist für mich als Christ auch sehr wichtig, weil ich oft mit solchen Sachen zu kämpfen habe und man denkt, mein, was werden sie die anderen denken oder was werden die dazu sagen. Und ich möchte einfach diese Message verbreiten, don't be mainstream, be original.